Dich nicht in der Hocke, sondern einfach ganz perplex normal. Und da ist hier was. Besuchern ist das Rauchen untersagt. Kann man was herstellen? Geräuschmacher? Hallo? Oh, eine Blendgranate. Jawohl. Ich weiß gar nicht, ob die Blendgranate überhaupt vorhin was gebracht hat beim Alien. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und ein Medikit. Werden wir natürlich herstellen. Je mehr wir haben, desto besser ist. Obwohl ich eigentlich noch nicht einmal dazu gekommen bin, Medikit zu benutzen, jetzt gegen das Alien. Hier kommen wir auch weiter. Wo kommen wir denn hier hin? Was sieht das cool aus? Hygiene-Arena. Oh, Area. Was? 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 Geh weg. 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 Ich will duschen. Geh weg, ich will duschen. Hier liegen sogar noch Badelatschen. Alien, geh weg, ich will duschen. Ich zieh mich aus, ich mach mich nackig. So, okay, hier ist anscheinend nichts. Hier kann man sich nur verstecken. Ich werde trotzdem mal erstmal in diese Richtung gehen. Was haben wir hier? Na toll, nichts. Ich dachte, da wäre. Da kann man sich Medipacks ziehen, aber anscheinend nicht. Ich habe das Gefühl, wir werden verfolgt. Was ist das hier so unheimlich dunkel überall? Und ja. Hallo? Willkommen an der Rezeption. Ja, ich möchte gern von einem Menschen versorgt werden. Aber nicht von einem Alien. Alien hat immer Hunger. Schlüsselkarte benötigt, okay. Werden wir wahrscheinlich noch. Ich glaube, ich werde mal nochmal zurückgehen, weil da waren hinten. Was? 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 Wo? Was? Wo? Wo? Ich glaube, es ist gerade. Oh, geh weg, 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 geh weg. Oh, geh, 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 geh. Oh, wo kann ich mich nochmal verstecken? Hier war doch irgendwas mit Verstecken. Wow! Fuck! Scheiße! Fuck! Ich stehe aber schon im Spind! Ich bin im Spind gestorben! Oder im Spind! Ja, das erinnert mich an alte Outlast-Zeiten. Da bin ich auch in einem Spind gestorben, in einem Schacht. Der Schacht des Todes haben wir ihn ja getauft. Oh Mann! Mist, wo haben wir denn gespeichert? Ich kann mich gar nicht entsinnen. Das ist natürlich ärgerlich. Wo haben wir denn. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach nee, oder? Nein. Ach, Kacke. Aber egal, wir wissen ja, was wir zu tun haben. Also, einsetzen. Ach, fuck. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Genau, Geräuschmacher herstellen. So, weiter geht's. Ja, einige Bugs gibt's noch. Man sieht's. Puh, das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich genau da gestorben bin. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Dankeschön. So. Also, wir wissen, dass wir jetzt erstmal wieder dorthin müssen. In dem schönen Raum mit den Lämpchen, die von alleine angehen. Puh.
sind wir wieder. Da wären wir wieder am selben Punkt. Was? Wieso habe ich denn jetzt eine Fackel in der Hand? Nein, ich will den Geräuschmacher in die Hand nehmen. In die Hand nehmen. So. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ich wollte nämlich hier vorhin lang gegangen sein. Sterben nicht vergessen, ja. Fängst du auch schon so an? Alter, mach mich doch nicht so fertig. Oh. Boah. Ja, Atenol brauche ich, glaube ich, auch gleich. Und Paracetamol. Arztausgabe ist leer. Nachricht an Lingard. Bei deren Rückkehr die Patienten auf der Traumstation wurden bestmöglich für den Transport stabilisiert, bevor Waits hier alles abriegelt. Ich gehe nach oben zur Psychiatrie und sehe zu, dass keiner trödelt. Die Anzeigenausgabe ist jetzt leer. Jeglicher Erste Hilfe und Medizinvorräte von San Cristobal sind nun bei Ihnen oder ebenso auf der Station. Ich hoffe, Sie kommen mit guten Nachrichten zurück. So, Morley. Was haben wir hier? Totenschein? Fehler? Audio haben wir nichts. Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte... Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott, steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's toll, wie der Fernseher heißt oder dieser Computer, der heißt Karnak. Nur mal so, also wirklich, da steht wirklich Karnak drauf. Kann man's, nee, kann man glaube ich nicht lesen, ne, oder? Nee, ich kann glaube ich nicht hier, nee, leider nicht. Nee, ich kann das L nicht abknallen. Ich habe zwar eine Revolver, aber das funktioniert nicht. Wow, Alter! Alter, das Scheißvieh stand da! Boah, wow, was für ein Deutsch heute. Ja, ohne Alkohol geht's besser. Lalalala. Du scheiß Alien. Es ist... Hallo? Scheiße, wir haben immer noch nicht gespeichert. Ey, wir müssen irgendwie mal speichern. Ja, Karnak, wirklich. Der heißt wirklich so. Wenn ich das nochmal irgendwie dazu komme, zeige ich euch das nochmal. Weil von weiter weg sieht man es leider nicht. Kann ich das von hier aus nicht? Kann man das nicht von... Kann ich da nicht irgendwie mit dem Revolver drauf zugreifen? Nee, ich kann da leider nicht reinzoomen. Schade. So, Geräuschmacher. Das Alien kommt definitiv nicht durchs Feuer. Und so wie wir ja auch nicht. Wo ist es hin? Okay, es ist weg, es ist... Es
Ist egal, ein bisschen ablenken, das Alien ist immer gut. Dann habe ich nämlich jetzt meine Ruhe. Hier lang müssen wir, da können wir aber nicht lang. Ich werde mal hier lang gehen. Okay, da ist eine Sackgasse, supi. Aber hier können wir speichern. Aber ist das so eine gute Idee, jetzt zu speichern? War das jetzt eine gute Idee, jetzt zu speichern, wo das Alien direkt hinter uns steht? Ich weiß es nicht, ich mach's mal. La 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 la. Der Kanaken-PC. Kanak. Ah, okay. Es ist Alien nicht hier. Durchsuchen Sie den Operationssaal nach einem Medikit. Aber wir haben noch Medikits. Warum muss ich denn jetzt nochmal eins suchen? Ich verstehe das nicht. Ja, wir müssen hier durch die Tür. Aber wir haben braune Sch... Da ist doch gar keine... Wir haben doch keine Schlüsselkarte. Wie soll man denn da reingehen? Hallo? Das ist kein Shooter. Das ist ein Horror-Survival-Spiel. So wie Outlast oder Daylight. Nur man hat zwar hier Waffen, aber die eher zum Abschrecken. Die ist... Oh, scheiße, ich hab vergessen, L2 zu drücken. Nein! Fuck, ich hätte den Atem anhalten müssen. Nein, scheiße. Fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Shit. Mann, ey. Da kam aber zu schnell die Anzeige. L2, Atem anhalten. Mann, fuck. Scheiße. Aber wir brauchen... Was haben wir denn hier? Waren wir hier schon gewesen? Nee, ne? Dr. Morley, es interessiert mich nicht, was Sie meiner... Was Sie meinen Unternehmen zu müssen. Verschwinden Sie aus San Cristobal sofort. Sie wissen... Huch, hoppala. Sie wissen, was wir da dringend aufgebaut haben. Und es tut mir wirklich leid, was das für die unverlegbaren Patienten dort bedeutet. Aber es geht nicht anders. Dies ist die letzte Warnung. Marshall Waits. Neuigkeiten und Code. Ah, da ist ein neuer Code. Morley, Sie müssen aus dem Krankenhaus raus. Wir haben... Was? Wir haben Lager? Wir haben Lager im Halbertturm auf... Achso, wir haben ein Lager wahrscheinlich. Wir haben Lager im Halbertturm aufgeschlagen. Da muss wahrscheinlich ein hin. Die Menschen kämpfen um Vorräte. Es kommen mehr Verletzte zu uns, als dass wir Medikamente haben, sie zu versorgen. Und mein... Ich will aber lesen. Ich will... Oh, ist doch scheiße. Oh. Mm. Ja, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um 4 Stunden. Mann, es gibt noch... Auf jeden Fall ist da ein Code drin oder ein Sicherheits... Ja, ein Sicherheitscode, den wir brauchen. Wahrscheinlich für die Tür. Den werde ich direkt mal aufrufen. Weil dann sparen wir uns das mit dem Lesen jetzt einfach mal. Weil wenn das Alien hier rumteucht oder rumläuft... Da, 25, also 2505. 2505, schauen wir mal. Uah, uah. Ist das jetzt der Code für die Tür hier? Ich glaube ja, ne? Nee, Schlüsselkarte. Hä, wofür ist denn der Code? Hä? Für welche Tür brauchen wir denn den Sicherheitscode? Ach du Scheiße.2505 war das, ne? Oh oh. Oh oh. Oh oh.
Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Renn doch! Nein! Fuck, Scheiße! Mann, fuck! Mahlzeit! Hallo Dobermann, ich grüße dich, willkommen zu Let's Play Live, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, 2505. Ich hab's vergessen aufzuschreiben, ich hab auch meinen Blog gerade nicht hier parat. Ah, oh, das gibt's doch nicht, ey, das ist doch irgendwie, ne? Wofür, für welche Tür brauchen wir denn? Müssen wir nochmal gucken, also. Ganz schnell mal eben durch. Vielleicht haben wir da noch was übersehen irgendwie, was wir lesen müssen. Okay, Audio. Dr. Lingard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seekson? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind Sie etwa keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt. Ach, jetzt. Andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von Ihnen hat mir mitgeteilt, dass Sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über Sie? Nicht so viel wie Ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarkt-Sanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Wir müssen irgendwie hier lang. Oh nein, 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 oh nein. Wie funktioniert die Rauchgranate? Uah, wenn man die platziert. Aber ich muss hier rein. So zeigt zumindest hier dieses... Echt. Fuck, aber wo müssen wir denn... Du Kackscheiß Alien, du, geh weg. Es ist ganz nah. Es ist ganz nah. Es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt... Hä, jetzt zeige ich das Ding dahin? Wie, da müssen wir hin? Hä? Was? Was? Wo ist der denn? Ich glaube, der Ding will mich auch verarschen. Der Motion Tracker. Ja, wir müssen durch diese Tür hier, aber wie soll ich denn... Finden Sie die Schlüsselkarte? Ach so, ich muss erstmal zur Tür wieder dran gehen, um das neue Ziel... Ah, super. Klasse, jetzt müssen wir die Schlüsselkarte finden. Mein bester Freund, das Alien. Ich habe ein wenig... Ich fühle mich ein wenig... Ja, seelisch geschändet, könnte man auch sagen. Das Alien lässt mich nicht in Ruhe. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich Medikit benutze, weil... Bringt mir eh nichts, wenn das Alien uns einmal hat, dann hat es uns. Wir müssen eine Schlüsselkarte finden. Das klingt ja super. Und ich kriege nicht angezeigt, wo. Das ist natürlich nicht schön. Und schauen wir mal. Vielleicht haben wir hier noch eine Schlüsselkarte, die wir irgendwie... Molotow-Cocktail-Bauplan. Ja, sehr schön. Können wir das schon bauen? Ja, können wir schon. Auf jeden Fall. Geil, wir haben Molotow. Erstmal speichern. Ganz, ganz wichtig, speichern. Yes, 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 yes. I'm an Alien Fan. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Zugangscode. Ach, 2505 war das, ne? Dafür ist der. Was haben wir denn hier? Die Schlüsselkarte, oder? Ich werd bekloppt. Wie einfach war das denn? Samuels, ich bin schon unterwegs. Hätte ja auch mal einer was sagen können, dass die Schlüsselkarte da drin liegt. Mann, passt du gut auf, ja? Ich sehe ja schon, dass du gut aufpasst. Oder du.
mit deiner Decke um. Heute an diesem schönen Sonntag auf der Couch. Ich frage mich, warum Leichen immer Gegenstände bei sich tragen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich würde gerne speichern. Ich würde gerne jetzt speichern. Ich würde gerne jetzt speichern. Hallo? Lecker. Geil. Naja, ob das so geil ist, weiß ich nicht, aber... Samuel, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Ruby, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hört die Kreatur das auch. Ich würde gerne hier an dem Computer durchlesen, aber ich weiß nicht genau, ob ich dann... Turner, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Was? Verschwiegenheit. Wer ist das denn? Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Ach du Scheiße. Was? Wenn ich rausfinde, wer das auf Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixen Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Wait. Hier sieht mich das Alien bestimmt nicht. Mm-mm. Ganz bestimmt nicht. Ich will da nicht lang. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte da nicht lang. Guten Vorabend, hallo Shonator, willkommen zur Let's Play Live Show an diesem schönen Sonntagnachmittag. Sonderstream heute. Und ich möchte so schnell wie möglich hier raus. Und ich möchte gerne speichern. Und ich möchte nach Hause. Und ich möchte nicht hier bleiben. Alles nehmen, alles nehmen, alles nehmen. Hallo Dobermann. Oh. Hier liegt ja eine Menge Zeugs rum. Wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Du Kacke Alien! Geh weg, du Scheiß! Ich meine, hey, cool, ey, boah, pff, geil! Alter! Wo bin ich hier? Wo muss ich hin? Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Ich hoffe mal, dass ich richtig laufe. Ja, ich habe auf jeden Fall Glück gehabt. Definitiv. Das kann man nicht anders sagen. Ja, wie gesagt, Let's Play Live Show. Freitags und Samstags immer ab 20 Uhr. Heute Sonderstream wegen Alien Isolation. Und, ja, YouTube-Channel einfach besuchen. Reflex GER ist mein YouTube-Channel. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Ja, ich habe schon ein paar Unterhosen hier liegen. Unbenutzte. Der scheiße Auto braucht nicht ab da. Ah, jetzt glaube ich. Jetzt ist er, glaube ich, weg. Ich glaube. Oder ich hoffe es zumindest. Wir
Detonation auslösen. Okay. Leiten Sie den Scan der Crystal-Evakuierungsverfahren ein. Dann machen wir das doch mal. So, jetzt haben wir hier wieder Strom hergestellt. Sehr schön. Boah, sieht das geil aus. Ohne Spaß, Entschuldigung, dass ich das immer wieder sage, aber das sieht so cool aus. Auch wenn es vielleicht eine statische Optik ein bisschen hat, aber es sieht total cool aus. Ich meine, so sieht's halt nun mal auf dem Raumschiff aus. Na? Ah, hier kann man noch was benutzen. Machen wir das doch direkt mal. Meinst du, mache das auch auf wahnsinnig? Es gibt einen Überlebensmodus, gibt es wohl. Ja, und auch Schwierigkeitsgrad natürlich andere. Oh, okay, schon wieder so ein Android. Gronkh hat auch eine PlayStation 4. Weißt du, ob der online spielt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er nicht Gronkh heißt auf der PlayStation. Das weiß ich wohl. Ich werde aber jetzt nicht hier seinen Namen preisgeben. Nicht jetzt. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, hier kann man speichern. Ich werde mal speichern. Es wird mal Zeit. Darf ich nicht vergessen. Gott sei Dank. Nee, ich konnte nicht bis nächstes WE warten. Das stimmt allerdings. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Und da tropft's gerade. Wir müssen, glaube ich, an dieses Terminal dran. Da will ich... Ich gehe mal hier an das Terminal. Oh, komm, mach fertig, mach fertig. Wow, wow, wow. Geh weg. Nicht rennen? Wir sind hier nicht im Schwimmbad, ja?